Ja, hallo und herzlichst willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit der Goldenen Horde. Es war ja jetzt ein bisschen Zeit zwischen dieser und der letzten Folge, um die 3 Wochen. Dafür entschuldige ich mich vielmals bei euch, denn ja, ich hatte einfach echt viel um die Ohren. Also, Musik ist ein bisschen laut, recht leider. Gut. So, also ich war Urlaub und Schule und ich hatte viel, viel zu tun und ich hatte keine Nerven, ganz ehrlich, für Aufnehmen im Moment. Oh, jetzt habe ich wieder welche. Ich habe schon, wie gesagt, seit der letzten Folge nicht mehr gespielt. Mal gucken, wir haben Deli, Georgien und Eurat in unserer Kampfgruppe dabei, aber ich weiß, dass die hier unglaublich übelst stark sind. Deswegen werden wir versuchen, den. Ne, das ist mir ein bisschen zu viel. Kann ich dir irgendwas abgeben? Was überhaupt? Das hier. Das gibt doch gar keinen Sinn, dass du das kriegst. Hast du wahrscheinlich kein Interesse daran, oder? Ne, hast du nicht. Das Ding ist, du hast wahrscheinlich Interesse an den Provinzen hier oben. Und dann diese hier natürlich. Natürlich kann ich dir irgendwas geben. Ne? Wahrscheinlich Niederlage eingestehen würde nicht reichen, nein. Hey, wieso lassen wir nicht Eurat frei? Nein, das wäre töricht von mir. Denn Eurat könnten wir ja immerhin in ein paar Jahren, wenn ich gucke, integrieren. Dann müssen wir bessere Beziehungen haben. 50 Jahre unter Dings haben. Beziehungen von mehr als mit 90 haben. 71 kann ich dir anbieten. Die Union geht weiter, das ist auf jeden Fall gut. Ich will die Union auch nicht brechen. Wenig allerdings, wem ich das alles brechen könnte, wäre Georgien. Da ich das ja wieder leicht reinbekommen könnte, was ich ja schon mal gemacht habe. Aber das möchte er gar nicht. Leider. Kurland an Kurland. Damit hätte ich kein Problem. Na, gucken, was können wir sonst machen? Ja, sonst sieht das nicht schlecht aus. Also, wir müssen den Krieg hier erstmal ein bisschen rumreisen, bevor wir hier irgendwie Frieden machen. Das Ding ist, ich kann mich noch vage daran erinnern: 55.000 Truppen hat unser Verbündeter. Gott, die Kamera ist logisch, aber da ich habe sehr viel. Ich habe sehr viel XCOM gespielt und da ist die Kamera genau andersherum. Wenn du runterscrollst, glaube ich. Obwohl, es kann totaler dämlich, totaler Stuss sein, den ich gerade rede. Das ist gar nicht so. Aber, wie dem auch sei. Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Wir haben viel zu viele Einheiten. Deswegen unglaublich hohe Ausgaben. Haben, glaube ich, auch ein, zwei Darlehen. Ein Darlehen. Haben kaum Moral. 5,4, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber es könnte wesentlich besser sein, wie wir ja bei den Russen sehen, wenn ich ja. Das Ding ist, der Russe, wie viele Truppen hat der ungefähr? Zusammen haben sie alle 50.000, wir haben zusammen 80.000, also 88.000. Der Russe dürfte lediglich um die 28.000 Truppen haben, die hier rumlaufen dann. Moskowie, 31.000 Truppen, ja, die da und die da. Das ist alles, was er hat. Das heißt, wenn ich die hier hinten irgendwie kaputt machen könnte, wäre das ein Riesenvorteil für uns. Das Ding ist, er hat leider auch einen sehr guten Anführer. Er hat insgesamt sehr gute Anführer. Aber wir marschieren hier rüber. Wir marschieren hier irgendwo in eine Position, wo wir am besten verteidigen können. Hier verlieren wir keine Truppen, oder? Mehr oder weniger nicht. Was wird euch los? Ihr habt einfach nur unglaubliche Verluste erlitten. Deswegen marschieren wir mal darüber. Äthiopien hat irgendwas gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ein neuer Patch rausgekommen ist in der Zwischenzeit. Na, super, eine Rebellion. Die habe ich gerade gebraucht. Darauf habe ich gewartet, auf diese Rebellion. Wir werden den Krieg rumreißen und gewinnen. Das ist der Plan. Der Endsiegplan. Ich würde gerne wissen, wo diese 55.000 Männer von Eurat rumlaufen. Um ehrlich zu sein. Oder ist das nur sein Einheitenlimit? Nein, er hat auch diese 55.000 Mann irgendwo rumgehoben. Nur Gott weiß wo. Boah, wenn man bedenkt, wie groß Eurat ist, wenn ich das integriere, dann habe ich mein Ziel fast schon erreicht. Da muss ich noch die Temerinen und Ming essen. Und dann kann ich Moskau leicht überrennen.
Das wird sehr schön. Ah ja. Hier hinten. Wir sehen hier ein paar Truppen. Aber ich nehme mal an, die Hauptarmee von Eurat befindet sich hier hinten in den russischen Gebieten. Wir haben hier eine kleine Armee, die Ingermerland erobert. Ist das auch, glaube ich, das Ziel? Nein. Goldene Horde jet gegen Moskowie. Leider ist ja... Bist du nicht mit dabei, aber du bist im Krieg mit Litauen, Böhmen und Skandinavien. Ah, wenn du nur im Krieg mit dem wärst. Na egal. Er wird jetzt hier... Wir haben eine kleine russische Truppe vernichtet. Und hier wieder Truppen verloren. Er belagert das jetzt hier. Was können wir hier forschen? Wie viel kostet das denn? 550 Macht. Ich kriege 10 pro Monat. Wie lange wird das hier wohl noch dauern? Ein paar Monate nehme ich an. Also werden wir das mal erforschen. So. Enklave der Ungläubige. Wir können uns nicht leisten, im Moment Pietät zu verlieren. Deswegen gehe ich das Gold ein, weil die Pietät gibt uns fast unsere gesamte Moral im Moment. Deswegen. Und er marschiert hier nach Angara, wo wahrscheinlich in der Nähe die euratischen Truppen sind, die den moskauischen militärisch weit unterlegen sind. Wir könnten jetzt entweder neue Ideen haben oder die Toleranz des wahren Glaubens erhöhen. Und was könnten wir für Ideen nehmen? Also ich hätte gerne welche, die Moral erhöhen. Sowas gibt es aber nicht mehr. Leider. Da gibt es leider nur eine, glaube ich, soweit. Die Einflussideen wären natürlich super, weil ich eine Vasallenherrschaft hier am Laufen habe. Mehr Einnahmen wäre cool. Ansprüche figieren ist cool. Kosten für diplomatische Annexion ist super. Auswirkungen aggressiver Expansion ist genial. 5 diplomatisches Geschick, super. Reisezeit Gesandter und imperiale Autorität ist mehr oder weniger. Und Vasallenbeitrag zu Turmlimit. Das ist alles geil. Und dann noch einen diplomatischen Unterhalt kostenlos dazu. Das sieht mir perfekt aus, wenn ich das mal so sagen darf. Das Ding ist... Guck mal, wenn ich Offensivideen habe, dann kann ich auch noch mehr Truppen kriegen durch die Vasallen. Ich habe aber... Innovation habe ich nicht. Diplomatische Ideen habe ich leider auch nicht. Die nehme ich sonst immer. Aristokratie habe ich nicht. Seefahrer habe ich nicht. Expansionistisch habe ich, glaube ich. Achso, ich sehe es auch. Ja, die sind gelb unterlegt, ich Idiot. Entschuldigung. Globale Tarife und Einnahmen durch Vasallen ist okay. Kosten für Kulturkonvertierung ist, naja, es ist... Kosten für das Senken der Kriegsmündigkeit und Festungsverteidigung, es ist okay. Und Vasallen-Obligationsgesetz, Einnahme durch Vasallen und Vasallen, das ist natürlich super. Also, ich glaube, im Moment gehe ich lieber auf die Idee, dann kriege ich nämlich nochmal 25% mehr Soldaten. Und ja, und ich werde die Idee später auf jeden Fall nehmen. Ach, und ich kriege natürlich noch Stabilitätskostenmodifikator. So, wir müssen jetzt mehr Truppen kriegen pro Monat. Genua möchte Durchgang haben. Genua, was ist denn dein Problem? Hast du immer noch... Du hast immer noch die Krim, ne? Ne, das möchte ich im Moment nicht. Das brauche ich im Moment nicht. Ich bräuchte im Moment ein vernichtetes Russland. Wenn das... Unneve General Esperte. Das kommt mir sehr gelegen. Das kommt mir sehr gelegen. Dieser Mann wird unsere Armee anführen. Der Timur Kutluk Vachir. 2 Vierkampf, 4 Nahkampf, 3 Manöver, 0 Belagerung. Er ist der beste General, den wir soweit haben, denke ich. Ja, sieht so aus. Und er wird auf jeden Fall unsere Armee anführen. Wir werden hier versuchen, die Truppen hier oben aufzuhalten. Und wenn er denn zurückmarschiert kommt, was ich denke, wird er auf jeden Fall tun, nachdem er die aratischen Truppen hier oben vernichtet hat, werden wir uns auf den Weg machen, ihn zu vernichten. Ich hoffe, ich muss ihn nicht angreifen, sondern er greift mich an. Das wäre optimal. Und um das zu erreichen, stelle ich meine Truppen hier hin, hier hin und hier hin, um diese 3 Provinzen abzulocken, denn ich denke, er wird über diese 3 Provinzen zurückreisen. Und da kann ich recht schnell Verstärkung hinzuziehen. Leider habe ich nicht schnelles Marschieren, also den Gewaltmarsch. Aber da kann man nichts gegen machen. Hier unten, er leidet. Gute Permeld in
Die permischen Rebellen haben leider hier einen kleinen Sieg davon getragen. Fürs Erste. Allerdings berichten sie auch die Belagerung von Moskau. Ja, das ist gut. Ich bräuchte eine kleine Armee, um die hier auszuschalten. Die Petrome sind nicht, sonst meine Invasionsstreitmacht dort hinten. Weißt du was? Du, geh mal darüber. Ich glaube, du schaffst das schon. Zeig dir mal, was ein goldener Horde-Anhänger so drauf hat. Wir haben ein paar Truppen verloren, aber... Oh, hier unten ist die Aratische Armee. Oder ein Teil davon. Die andere Hälfte ist immer noch spurlos verschwunden. Hier kommen die moskauischen Truppen an. In Pegawa Oda am 5. Januar. Und ich ziehe diese Truppe hier runter, um die schnellstens nach Karei zu ziehen, falls er uns dort angreifen sollte. Was ich sehr erwarte. Am 23. Januar und er steht erstmal nirgendwo hin. Bleibt hier erstmal stehen. Was gut ist, wir könnten ihn angreifen, aber dazu bin ich im Moment nicht mutig genug. Stattdessen werden wir... wo ist die moskauische Armee hin? Weißt du was? Geh mal Moskau umlagern. Ich glaube, das wird ganz okay sein, wenn wir seine Hauptstadt halten. Ich fände es toll, wenn irgendjemand ihm den Krieg erklären könnte. Hat er den tickenden Warscore? Nein. Okay. Er wird Pegaya Order natürlich erobern. Perm hat das jetzt erobert und wir werden deren Forderungen nachkommen. Verlieren zwar ein bisschen Prestige, obwohl wir Prestige im Moment verlieren. Das kann ich eigentlich nicht wirklich. Und die Nachfolger. Lassen wir die erstmal ein bisschen da oben noch belagern. Das Friedensangebot hier. Sehen das wie. Warum macht ihr sowas, Automan? Manchmal verstehe ich euch nicht ganz. Hast du mich immer noch so selbst? Tiefstes Misstrauen, ja. Ruf mich mal in den Krieg rein. Sehr nett, dann könnte ich dir beitreten und dann würden wir zusammen kämpfen. Moskauische Truppen stehen hier oben. Während. Oh, wir kämpfen! Hier drüben. Und haben sie vernichtet. Gut. Wir waren auch hauptsächlich Kavallerie. Aber das ist ein kleiner Sieg für die Menschheit. Nein, natürlich nicht. Aber das kann man nicht über Russen sagen, das ist hier gemein. Goldene Horde tritt Pskau und Kasimov ab. Das ist kein akzeptabler Friedensangebot. Gut, mein Freund. Was ein akzeptables Friedensangebot wäre, wäre gar nichts, wenn du keine Ahnung kapitulieren würdest. Das wäre akzeptabel. Okay. Wo marschierst du als nächstes hin? Hey, Eurat, würdest du mich unterstützen, wenn ich ihn angreife? Würdest du damit machen? Wo willst du hin? Sieht nicht so aus, als würdest du damit machen. Das ist aber sehr schade. Ich hatte gehofft, wir könnten hier vielleicht zusammen vernichten. Allerdings ist es ganz gut, wenn du die kleinen Truppen von ihm jagst. Und vielleicht ein paar Rebellen tötest. Hätte ich hier seine Hauptarmee fest hatte, könntest du nicht ganz so heftig auf ihn zu marschieren. Marschier mal nach unten. Marschier mal wieder zurück, wo du herkommst. Wie viele Truppen hatten der hier insgesamt? 16, 22, 30? Ja. 30 Regimenter, das ist ganz schön. Oh, ein Tausender Kredit, ja, dann wohlauf, meine Freunde. Gib mir das zufällige Moral. Es gibt mir Moral, dann nehme ich das mal. Könntest du nicht gegen meine Rebellen verlieren, Alter? Finde ich nicht so cool von dir. Wir haben den Kriegsgrund gegen so ziemlich jeden. Die Osmanen sind gekommen, um unsere Rebellen zu vernichten. Helfen hier Eurer zum Glück aus. Und sehr nett von ihnen. Und er steht hier nur drauf rum und wartet darauf, dass wir ihn hier vollkommen vernichten. Was ich sehr schön finde. Das ist sehr nett von ihm. Wenn wir genug kleine Armeen von ihm vernichtet haben, könnten wir vielleicht sogar einen Frieden aushandeln, der für uns gut ist. Ja, sie müssen sich anpassen. Wir haben auch die Macht wieder bekommen, so wie ich erwartet habe. Wir haben hier einen Kriegsgrund.
Er hat uns hier wohl angegriffen. Er hat hier irgendwas zurückerobert. Okay. Wie gesagt, wir wurden hier offensichtlich angegriffen, aber haben die glorreich verteidigt, die Belagerung von Moskau. Friedenangebot von Polen nehme ich an. Und wenn England auch einen Frieden machen würde, einen weißen Frieden, dann wäre ich echt... wenn man nicht. Aber dass Polen jetzt mal raus ist, ist schon mal ganz gut. Ich meine, nicht, dass Polen hier eine Bedrohung wäre, aber es ist ein Feind weniger, der auch in den Friedensverhandlungen dann hier vorkommt. Und ja, es läuft gut. Also, wir sind zwar im Minusprozent, aber wir könnten vielleicht bald einen weißen Frieden aussenden. Das kann nicht der beste General, aber es ist ein General im Moment, den ich brauche. Nicht im Moment abtreten. Danke an die Osmanen, dass ihr hier oben was verteidigt. Ich werde das gleiche für euch tun. Glaube ich. Ihr hegt immer noch tiefstes Misstrauen gegen mich. Wie kommt das denn los? Und Georgien und Eurat, die werden jetzt hier oben schon irgendwie regeln. Denn unsere Truppen hier hinten natürlich Verluste erleiden. Aber genauso wie die Truppen unserer Feinde. Und solange die hier gebunden sind, können wir frei hier hinten erobern. Ohne Probleme. Marschierst hier auch, um kleine Armeen aufzureiben. Das ist gut, denn dieser Krieg wird ja, wie gesagt, von Schlachten entschieden und nicht durch Eroberungen. Ansonsten wären wir, glaube ich, ziemlich weit vorne. Wenn jemand allerdings das hier belagern könnte, wäre ich nett. Und in den Friedensverhandlungen sagt er wahrscheinlich auch, er hält Moskau, genau. Das wird ja bald nicht mehr so der Fall sein, denn Moskau fällt bald an uns. Und seine Armee ist irgendwo in der sibirischen... Ist das eine Savanne? Naja, das ist eine Tundra. Ich Idiot. Das ist hier doch Sibirien, oder? Das müsste doch... Das ist Westsibirien, also... Ist das hier alles Westsibirien? Oh, Mann. Was ist das? Hier ist auch noch Westsibirien? Wo ist denn denn Ost? Warte mal. Ja, es ist Ostsibirien. Sibirien ist ganz schön groß. Halleluja. Ist das eine Tundra? Sibirien? Ich glaube schon. Ich glaube, es ist die sibirische Tundra. Hier ist es eine Ebene. Ja, wunderschön. Wir haben zum Glück, wir kriegen genug Soldaten im Moment zurück, um das hier zu kompensieren, dass wir hier ein paar Truppen verlieren. Ich weiß allerdings nicht, ob das auf seiner Seite genauso ist, wenn ich mal gucke. Ich hatte hier doch Moskowi. Ja, doch, er hat genauso viele... Er könnte die Armee verlieren und trotzdem nochmal neu aussehen. Was gut ist, so hebt er ganz viele kleine Leute, kleine Soldaten aus, die wir dann einfach vernichten können. Die Goldene Horde zahlt Geld. Auch das werden wir nicht akzeptieren, mein Freund. Wir sind hier, um zu siegen, nicht um zu verlieren. Und bald wird Moskau an uns fallen und ihr werdet hier oben noch weiterhin Sachen erobern. Und vor allem werden wir dich hier mit ein paar Rebellen entlassen. Was auch gut ist. Also diese Bauernrebellen sind zwar im Moment gegen mich, aber das stört mich nicht, weil die werden dann ja auch hier Sachen erobern und belagern. Und das ist immer ganz schön zu sehen. Also, er hasst mich. Er ist ja eine Königin. Interessant. Also, die Belagerung von Moskau ist vorbei. Das ist sehr gut. Gehen wir mal nach Kaluga. Neva will ich auf jeden Fall auch besitzen, eigentlich. Und ihr haltet die hier gut auf Trab. Ihr belagert diese Provinz. Erobert sie zurück in unserem Namen. Und ihr erobert hier auch oben weiterhin. Mittlerweile will er weißen Frieden haben. Aber ich sehe den Sieg am Horizont, ganz ehrlich. Auch wenn wir ja unglaublich viele Schulden machen im Moment. Du gehst nach Angara. Weißen Frieden mit England akzeptiere ich. Und dadurch ist der Bauscore auf jeden Fall gesunken. Wie wär's mit Neufundland? Ich meine, du hast ja auch kaum was hier zu sagen, oder? So, und damit sind wir nur noch minus 8 Punkte. Wir brauchen nur noch 10 Punkte, um etwas hier zu erreichen.
Und solange diese Armee hier feststeckt und sich angreift, sollte das möglich sein, denn wir erobern hier hinten und vernichten kleine Armeen durch unsere Vasallen. Genial. Mein Plan, genial. Jährliches Prestige kann ich nehmen. Wow. Kalifa. Ah, verteidiges Glaubenspunkt 1, ja klar. Nehme ich mal. 1, so. Ziemlich gut. Kosten für Kulturkonvertierung, ja. Ja, im Moment. Ah, ja. Bringen wir erstmal die Idee durch. Bevor wir irgendwie eine neue anfangen. Die, glaube ich, diplomatisch ist, aber ist ja auch egal. Gibt uns auf jeden Fall monatlich ein bisschen Prestige im Moment. Anstatt dass wir welche verlieren. Und irgendwas ist passiert, dass wir hier. Irgendwas haben wir erobert oder kaputt gemacht, dass wir hier jetzt null Warscore haben. Wir haben den Krieg rumgerissen. Keine Ahnung, wie wir das gemacht haben. Ich weiß noch, dass ich ziemlich am Boden war, weil Moskau uns ziemlich dominiert hatte. Was bietest du mir an? Wahrscheinlich einen weißen Frieden, war. Jedenfalls erinnere ich mich da sehr gut dran, dass Moskau uns ziemlich dominiert hatte. Und ich denke, hiermit beende ich die Folge für heute. Ich bedanke mich dafür, wie immer, dass ihr zugesehen habt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Europa Universalis 4 mit der Goldenen Horde. Bis dann. Tschüss.